So, Servus. Guten Abend Twitch, guten Abend YouTube. Wie immer, je nachdem, ob ich das Ganze hier hochlade. Aber so wie es aussieht, muss ich das Ganze hier hochladen. Weil normalerweise hätten wir heute die neueste, also wir haben uns ja gedacht, Alter, der Pulli, gedacht, montags und donnerstags einen Podcast hochzuladen, quasi für den Wochenanfang, beziehungsweise dann auch zum Wochenende. Das Ganze aus, die ganze Woche ausklingen zu lassen. So, heute waren wir so fucking busy, dass wir das einfach nicht realisieren konnten. Ich aber jetzt gerade die Zeit habe, hier noch online zu gehen und mich vielleicht über das ein oder andere Thema auslassen kann, beziehungsweise auch auf ein paar andere Sachen noch eingehen kann. Weil der ein oder andere Zuschauer, maybe da draußen, der uns auch auf YouTube abonniert hat, hat vielleicht gesehen, hey, wo sind die Videos mit dem Anzeigenhauptmeister? Die mussten runtergenommen werden. Also, eins wurde direkt hops genommen, also nicht direkt. Die haben sich wahrscheinlich auch erstmal die Klicks gesichert und was weiß ich nicht. Weil das Video ist ja ziemlich gut durch die Decke gegangen von Spiegel TV. Wir sind nicht monetarisiert, weil wir noch kein Affiliate sind, kein Partner, wie auch immer. Aber definitiv wurde am Anfang sofort Rechte beansprucht, aufgrund dessen halt eben, weil sie die Urheber sind. Ne? Ist ja in Ordnung. Urheberrechtsansprüche, bitteschön, Dankeschön. So, dann war das Video aber. Warte mal. Sehe es vielleicht hier noch im Studio. 9 Tage war es online, das Video, bis es komplett gesperrt wurde. Diese Sperrung hat aber keinen Einfluss auf den Channel, bla bla bla. Ne, das Ganze gesagt, ja, wie dem auch sei. Aber ich habe auch gesehen, von den anderen YouTubern wurde auch alles runtergenommen. Vielleicht hat das ganze Thema dann noch doch zu viel Tragweite bekommen. Und das kann sein, dass noch welche online sind. Das war ja auch dieser andere Beitrag von dieser anderen. Nicht Firma, wollte ich schon sagen, von einem anderen Channel, der ja diese Aussage, laut Aussage, ein Interview schon im Februar geführt hatte mit ihm in Kassel, wo er in Kassel unterwegs war. Aber vielleicht auch dem Ganzen geschuldet, der jüngsten Umstände, wo es ja hieß, dass er verprügelt wurde von Fußballfans. Ob es dann immer Fußballfans sind, sei auch dahingestellt. Ja, also. Video musste runtergenommen werden. Der Vorschlag war, dass ich entsprechende Urheberrechtsansprüche umsetze, indem ich diese Stellen rausschneide. Die kannst du dann online rausschneiden. Dann wäre es aber nur noch mein Commentary gewesen auf 4 Stellen. Mama. Ich habe ja auch ein bisschen Voice-Over gemacht, ansonsten habe ich pausiert. Und diese Stellen, die ich pausiert hatte, hätte ich drin lassen können. Weil dann kein direktes Bild, also klar, Bildmaterial wurde benutzt, aber kein Bewegtbild und kein Ton, dann wäre das in Ordnung gewesen. Ja, so habe ich mir gedacht, dann nehme ich das Ganze komplett raus und hatte ich das. Ja, was soll der ganze Stress? Da hatte mein Bruder auch recht, dann mit dem hat man es auch gestern kurz drüber. Da läuft das in den Staaten doch ein bisschen gesitteter ab, ja, mit dem Fair Use, wenn du was Neues daraus produzieren kannst. Ich weiß nicht, ob eine Reaction immer etwas ist, was etwas Neues erstellt, aber dennoch eine Meinung dargibt, beziehungsweise auch in der entsprechenden Kommentarsektion es gut abgehen kann, beziehungsweise auch da es Früchte tragen kann. Gut, das haben wir hier halt eben nicht in Deutschland. Diesen Fair Use, sondern dass er immer auf Urheberrechte plädiert wird und gepocht wird. Wir hatten ja auch schon wie viele Gesetze dafür entgegen, wie auch immer. Ja, also deswegen, worauf reagiert man noch? Reagiert man jetzt nur noch auf irgendwie Leute, die das genehmigen von vornherein? Soll ich jetzt auf andere Reaction-YouTuber reagieren, die das eh schon machen? Was weiß ich denn? Reagiere ich jetzt nur noch auf Stuff von den Amis? Man weiß es nicht. Also, so viel mein Plädoyer zu dem ganzen Bullshit da draußen, klar, es gehört Urheberrechte gern geschützt und auch durchgesetzt, falls es da draußen Verstöße gibt. Aber im Endeffekt wollten die doch auch nur eine schnelle Mark machen. Einen Bericht bringen, sie haben gewusst, worauf es hinausgeht, sie haben gewusst, wie die Gesellschaft gepolt ist und. Dann ihr Urheberrecht erstmal
nicht wirklich geltend zu machen, sondern einfach, dass du entmonetarisiert wirst oder demonetarisiert wirst. Du es aber oben lassen kannst und dann in letzter Instanz das alles zu claimen, ist halt schwach, aber das ist halt eben auch der Konzern, der dahinter steckt. Und darüber braucht man sich, glaube ich, nicht weiter noch Sorgen zu machen oder auszulassen, weil man weiß, dass das eh alles nur so und so und so geschieht. Ja, normalerweise hätten wir heute einen Podcast aufgenommen, haben wir aber nicht, war viel zu tun. Aber ich habe jetzt die Möglichkeit, hier kurz online zu gehen und, wie ich schon sagte, mich über einige Themen auszulassen, überzulassen, wie auch immer. Aber wir wollen trotzdem mal reingehen in das ganze Thema YouTube nochmal, beziehungsweise ja, was so jetzt übers Wochenende war. Der liebe Urs hat ja nur den Platz 3 belegt, hatte ich auch schon alles kommentiert gehabt. Er war auch mega enttäuscht. Mein Bruder hat es auch mitverfolgt, so ein bisschen. Auch die Berichterstattung war meiner Meinung nach nicht fair. Genau, was jetzt seine weiteren Pläne sind, habe ich online irgendwas gesehen bei ihm. Auch sein Instagram-Profil, warte mal. Urs. Wo ist er, der Miracle Bear? Ich bin auch absolut kein Fanboy, ne? Also das darf man jetzt auch nicht irgendwo unterstellen. Ich gucke das Ganze halt eben nur an. Auch die ganze Riege, die jetzt die letzten Jahre hochgekommen ist, hier mit dem Leonidas, mit dem Schwarzwald John, mit Johnny Cook, ne? Das sind alles Charaktere, die gucke ich mir gern an. Die haben da auch ein bisschen frischen Wind reingebracht, ne? So wie damals, wie hießen die Truppe? Um den Kevin Wolter herum nochmal. Nee, Stofftiere waren das? Nee. Irgendwie, auf jeden Fall, die Gruppe hat ja auch komplett irgendwie das Fitness-Game in Deutschland neu definiert. So. Hat der Urs hier online irgendwas? Vor 10 Stunden hat er nur XXX gepostet. Die Wertung, ach, geh ich in die, weißt du, dieses. Social Media hat ja seine Berechtigung, ne? Wie mit dem Ganzen umgegangen wird. Leute lassen dann ungefragt ihre Meinung da, ja, ihre elaborierten Meinungen und wie dezidiert da alles gesehen werden kann. Und ganz ehrlich, wir waren nicht vor Ort. Wir haben einen Eindruck über einen Stream gehabt. Wir haben gesehen, dass Wesley Weezers Messer scharf war. Wir haben gesehen, dass Brion doch ganz gut am Start war. Ich habe die Scoresheets nicht gesehen, ja, wie gewertet wurde. Vielleicht können wir da kurz reinschauen. Aber diese Kommentare, ich habe sie auch bei mir in den Videos gesehen, die Kommentare sind doch der letzte Rotz. Ganz ehrlich, ja, da haben wir auch schon vor längerer Zeit mal was Gutes gehört. Beim Urs habe ich jetzt nichts Neues gesehen. Hatte vielleicht hat er ein neues Video hier, wo er was sagt, ein Statement, wie es weitergeht, welcher Wettkampf. Er hat ja gesagt, er will an einigen Arnold Classic-Terminen teilnehmen. Aber was ich sagen wollte, das ganze Thema, wie viel willst du dich selber mit Negativität beschäftigen? Wie viel Negativität lässt du in den Kommentaren zu? Und da finde ich es auch gut und recht, wenn du hingehst und Kommentare einfach löschst oder die Filter auf streng setzt, was weiß ich. Er hat ja auch einen strengen Filter gesetzt, da musst du ja auch viele Kommentare durchlesen, freigeben, wie auch immer. Genau das ist es ja. Ja, dann heißt es aber, bist du transparent, bist du intransparent? Warum blockierst du Kommentare? Warum zeigst du nicht, was wirklich passiert ist? Und dann kommen Screenshots, das wurde doch kommentiert und bla bla bla. Aber darum geht es doch nicht. Ja. Ich will auch wenn ich mich oftmals auch in so eine, ich sage nicht, Negativspirale versetze oder so. Aber man muss sich doch mit positiven Sachen beschäftigen. Ja, die einen empowern irgendwo und nicht in so eine Scheißspirale reinhocken, ja, die auf Dauerschleife läuft, ja, und da bist du nur schlecht gelaunt. Und ey, ganz ehrlich, dieser Anzeigenhauptmeister, für mich ist das eine arme Seele, dem gehört geholfen, ja, egal auf welche Art und Weise, aber Gewalt ist hier halt eben kein Hebel, Beleidigungen sind hier kein Hebel, und im Endeffekt kann er auch jeden anzeigen. So, was hast du dann davon gehabt? Ja, du denkst, du bist im Recht. Im Endeffekt gibt der Richter ihm recht und du wirst halt eben der Gebumste sein. So,
Deswegen werde ich das, glaube ich, auch in Zukunft zur Hand haben. Kommentarsektion, die werden nicht zugemacht oder sowas. Da wird jeder Kommentar überprüft. Wenn ich die überprüft habe, werden sie zugelassen oder freigestellt, wie auch immer, freigeschaltet und damit hat es sich. Ne? Also es ist ganz ehrlich, also ich will jetzt hier auch kein Pusteblumenkanal sein oder sowas oder hier auf Twitch, wie auch immer, oder auf YouTube oder sonst irgendeine Plattform. Darum geht es nicht, ja, dass hier Pusteblumen geblasen werden, sondern einfach straightforward. Wir brauchen, am Ende des Tages geht es doch darum, wie gut es einem geht. Und es kann dir niemals gut gehen, wenn du dich laufend mit irgendeiner Scheiße beschäftigst, ja. Was ich da gelesen habe in der Kommentarsektion, das glaubst du doch nicht. Ja, der soll mal vorbeikommen. Der soll mal vorbeikommen bei uns in der Hut. Ja, natürlich, da kommt er bei dir in der Hut vorbei. Was machst du dann? Haust ihn auch nicht aufs Maul. Ja, am Ende machst du noch ein Foto mit dem, stellst das Selfie online. Ja, also bitteschön. Da wird doch keiner was machen. Und die Idioten, die ihn eventuell jetzt halt eben auch hops genommen haben, die werden dafür auch ihre Quittung kriegen, wenn es irgendwie nachweisbar ist, wenn da Videoaufnahmen da sind, bla bla bla. Ja, also auch hier die Negativkommentare, was den US angeht, kann ich nicht verstehen. Ich bin nicht so diszipliniert. Keiner in meinem Umfeld ist so diszipliniert, wie es der junge Mann ist. Oder halt eben auch viele anderen der Teilnehmer auf etwaigen Fitness-Shows hier, Bodybuilding-Shows. Deswegen, ja, also. Ja, man muss nicht immer alles mögen, aber man muss halt eben auch nicht beleidigen. Das ist ein riesengroßer Unterschied, ne? Manchmal muss man halt eben auch seine Meinung für sich behalten. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so engstirnig von mir gesehen ist, nur gute Laune zu haben oder gute Laune haben zu wollen, egal auf welchem Channel, aber ich finde, das ist halt eben die Grundlage. Ist denn da unten los? Ich glaube, der Harrison ist wieder fit, unser kleiner Doggy. So, wo gehen wir rein? Wo gehen wir rein? Wie spät haben wir? 23:05 Uhr. Und im Wohnzimmer. Zum Glück bin ich hier oben im Büro, ey. Genau, gehen wir hier rein mit dem Jesse James West. Na, der ist mir eigentlich nicht so sympathisch. Was haben wir noch? Papa Platte Statement zum Reese. Reese Unfall und dessen Folgen hat das kriege ich alles nicht mit. Ist das meine Bubble? Nee. Alle meine Supplements und warum? Das würde ich mal gern wissen, warum der Typ so viele Supplements nimmt und auf welcher Grundlage. Aber wer ist denn das überhaupt? Kapu Kondori. Und alles ESN, will er von, ist er schon sponsorisiert von ESN, will er sponsorisiert werden? Okay, enthält bezahlte Werbung. Wie alt bist du? Wir roasten eure gottlosen Tinder-Chats. Also Mike Schießler. Montes neues Auto, was denn das? S63 AMG. Im Wald. Oh, ein Jahr ohne Anabolika, Erdem Dül. Geh mal kurz hoch zum US. Bringt ja alles nichts. Oder ist noch irgendwas Aktuelles? Ich glaube, das ist neu, oder? Showtime, Baby. Wie lange geht denn das Video? 20 Minuten. Welcome to the Expo. Hallo, okay. Unglaublich rares. Unglaublich günstig. Kleinanzeigen. Große Wirkung. Guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Kleine Ad, Doof Man Care, zum ersten Mal seit 2 Wochen. Doof. Offiziell habe ich mir gerade ein Deo dran geschwürt. Ich fühle Ja, uff, mach das nicht drauf. mich einfach wie dieser
Das ist Old Spice-Werbung, gell? Genau so fühle ich mich gerade, Alter. Ich Endlich wieder frisch, Junge. Old Spice, vor allem die Originalen aus den Staaten, das sind doch die besten Deo-Werbungen oder auch was weiß ich, die machen auch Rasierschaum, die machen alles Mögliche, ne, für die Herren will. Beste Werbung ever, auch mit dem Terry Crews. Und es geht in gewohnter Manier weiter. Hier drin befindet sich Grizzly Shreds und wenn ihr jetzt eins und eins zusammenzählt, dann wisst ihr, wo es hingeht. Richtig, es gibt den Post-Competition, den Nachwettkampfspump, der wird sich abgeholt. Jetzt fange ich langsam dann wahrscheinlich an, so zu verarbeiten. Morgen ist dann auch nochmal so ein High. Und dann am Montag, wenn es nach Hause geht, beziehungsweise wenn ich dann wieder an den vier Wänden bin, dann kommt erstmal Tysons Rechte. Aber das ist meistens so nach den Wettkämpfen. Also wenn ihr jetzt irgendwie Amateurathleten seid oder zum ersten Mal einen Wettkampf macht, wir gehen da alle durch, ist ganz normal. Es gibt immer Höhen und Tiefen und so ist es ja auch periodisiert oder soll es periodisiert sein. Deswegen macht euch da keine zu große Platte, nimmt die Zeit auch eher mit Willkommen, Gruß an. Es kann nicht immer hochgehen, es muss auch mal ein bisschen entspannter sein im Jahr. Und in die Phase werden wir uns jetzt begeben, beziehungsweise es wird heute, glaube ich, auch mein letzter Pump erstmal und dann gibt es ein paar Tage trainingsfrei. So Leute, schön in der Birmingham. Da war doch ein Anschlag in Birmingham. Zu der Zeit, an dem Wochenende, wo die dort waren. Ich glaube auf irgendeine Moschee. Zum Abendgebet. Irgendwas habe ich gelesen gehabt. Im City Center, im Ultimate Fitness. Man geht hier schon die Treppe hoch. Und wird von Branch Warren begrüßt, von Flex Lewis, von Dexter und all den anderen Legenden. Jetzt gucken wir mal, was das Gym hier zu bieten hat. Auf jeden Fall sind es nicht minus 5 Grad, eher so minus 1 oder 0 Grad. Also da gibt es schon eine kleine Steigerung. This guy is the owner here. Simon from England, Ultimate Fitness. Yes. We saw each other in Columbus 2 weeks ago. Two weeks ago. He recognized me here. Recommended me this place. I'm one of your subscribers anyway on YouTube. Yeah. Yes. Nice. Yeah, and I introduced him to Kai Greene as well. Yeah. Yes. Great guy. And Kai Greene, Legende, ne? Aber hat jemand von euch einer die Speckfilme gesehen? Von Kai Greene. Kai Greene und die Orange. Oder war es eine Grapefruit? I don't know. Yeah, we get a little pump session in here. Yeah. Nice. Now it's official. Ultimate Fitness, the bear is here. Who is this guy? Who's this guy? See a skinny boy here. Polska is in the house. Yeah. Martin. Das ist eine absolute Maschine, ne? Sich erinnert an die Videos von Polen, vom Polen-Tour. Wisst ihr was, Alter? Pumpen ist einfach geil, ohne Scheiß. Beste Medizin. Egal ob gut oder schlecht gelaunt. Einfach pumpen gehen. Amen, Amen. Genau so sieht's aus. Bisschen Spaß haben, bisschen Oberkörper durchpumpen. Klassischen Disco-Pump oder Pre-Expo-Pump abholen. Und ja, bisschen mit den Leuten connecten, die da sind. Oder die uns noch über den Weg laufen. So sieht's aus. Man merkt, der Körper ist noch ein bisschen durch vom Wettkampf, vom ganzen Posen. Also ich mache jetzt nichts Verrücktes. Ich pumpe eigentlich auch durch so. Gehe nach dem Gefühl. Ist auch schön, nach so einer Saison mal nicht wieder direkt so Logbuch, alles tracken. Jedes Training zählt so 110%. So einfach mal wieder Spaß haben ist das falsche Wort, weil das davon macht auch Spaß, aber einfach mal laufen zu lassen. Ich sag euch eins, Olympia Ende vom Jahr. Vielleicht hat mich jemand abgeschrieben, aber ist mir scheißegal. Ich werde mir sowas von den Arsch wund arbeiten und werde einschlagen wie eine Bombe. Weil ich weiß nicht, ob die wissen, aber mit so einer Scheiße. Ja, aber dafür soll er erstmal in der Offseason gehen. Jetzt haben wir März, haben wir mal großzügig aufgerundet, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, 7, 6, 7, 6, 7,
Vielleicht hat er 5-6 Monate, wo er noch in der Offseason gehen kann. Eher 5 Monate. Je nachdem, wie schnell er ready wird, ne? Ich weiß nicht, ob er bis dahin nochmal Bizeps draufpacken kann. Ne? Rückendichte, 3D-Look oben, ne? Scheiße, Mann, die mich nur noch wütender, was jetzt meine Progression angeht. Ich bin einer, ich muss es mir selbst beweisen und ich sag's euch, ich werde härter arbeiten als nie zuvor, um meine Ziele zu erreichen, und es ist kein dummes Gelaber, sondern es fängt jetzt schon an. Deswegen seid gefasst, was da kommt, Alter. Das glaube ich dir. Nee, seid nicht gefasst. Ich bin kein Labersack. Macht einfach, denkt einfach gar nichts und ich arbeite weiter, bis das Ergebnis da ist, was ich haben will. So, I see a little skinny bitch over here. I'm trying to get big, baby. Yeah, he's here early. That's right. Without anybody. You competed yesterday. How are you here? Bro, we never stop. Struggle more? More? Yeah, more? At least three more. Three, two. Come on, skinny bitch. One more. Last one. Oh, yeah. Boom. Oh my god. That's amazing. How you feeling? Bro. My arm's dead. When I see you, I feel always better. Let's go. How are you doing? You look fantastic, Austin. Sorry. Thank you, eh? Posing was beautiful. The photo of Arnold. Like, yeah. That was cool. I did like, yeah. What's up, Arnie? Yeah. Hell yeah, bro. No, it's cool. What'd you train today? Just an overall disco pump. Yeah, there you go. Hey, yo. Pre-expo pump. Yeah. I'm trying to get the shoulders so I don't look natty when I'm out there. Yeah. Walking around. Some shoulders now. Or what? Get it, brother. I'm just really strong. I know. Come on. You're doing the strongman competition today, or what? Hell yeah. You're battling Haftor. Yeah. Oh shit. There we go. Oh yeah. No skinny bitches here. Oh, those juicy delts. Oh. Yeah. The guy at the front gave me some pre-workout. Yeah, I don't know. Me too, bro. Dude, this guy. I don't know what it is. He gave me some pre-workout. That pump is, like, my pump is, like, astronomical. It's so large. There we go. What'd you eat after the show? Chicken and salad. Oh, there you go. True. Because... Which time we went home? Like 11, 12-ish? Yeah. Just tired. You want to see the salad pump? Let's see the salad pump. Oh my god, bro. Mach dich nackig. Look at that. Oh, dude. Who's bigger? It's close. I got the tan on. That's why you look so big. That's just because of the tan, bro. Dude, you look crazy, man. Oh, they're still there. Holy crap. Look at that, you see that? Let me grab a little. I can't even get it. It's fat. Bro, you gotta be more shredded. Now my bigger Rexa kicks in, you know. Fuck, I'm getting fat again. Oh no. It's your turn, bro. Alright, here we go. But for real, you're getting bigger. Dude, I'm actually like really trying. Since he has his own little gym in his, yeah. In his house. It's made up a huge difference. He trains 4 times a day, huh? One for Arnold. Yeah. One for me. One the pump. Let's go. One more. Chopper. That was probably my best Arnold intimidation I've ever done. Oh. That felt good. Dude's fucking peeled. There we go. Da geht was, Alter. Da geht was. Keep going. One more. Yeah. There we go. Yeah, you just have Matrix in your gym, right? Yeah. Just like commercial shit. You're looking like a Matrix guy. Oh. You want to do some front delts with me? Front delts? Yeah. So some incline. Okay, you want to do some chest? Sex for more sex. Okay. The good thing is, he's my weight bitch here. Oh, come on now. At his weakest and my strongest, we're almost the same at what weight we're gonna use. His top set is my warm-up set.
Have you ever competed? Yeah. You literally worked out with me when I was on prep. Du hast doch so einen Amateurwettkampf da mitgemacht. Yeah, but you did a show? Yes! I was on prep! How many weeks out? I was like 21 days out with you. Oh, 21 weeks, I thought. No, no! I mean, right now I'm like just kind of chilling and just trying to get big. Yeah, I remember the video, yeah, truly. Yeah. But I think I'll compete in like the fall maybe, or the winter. Oh, wow. Oh my God! Oh my gosh. I need more weight. Motherfucker. Life's moving quick. Better my girlfriend don't hear this. Is she here? She actually saw your fucking post and she saw the post from Chris Bumstead a year ago. She started bumping you? Yeah, bro. Where's mine? Yeah. Oh, I know. And I start struggling around with this motherfuckers. No, that's what I was saying. I was like, all my friends that have girlfriends are gonna like hate me for it. They're like, bro, come on. Yeah. You're next. There we go. Good. Oh, this machine. Good, right? Good, yeah. I don't know, something about it. It's not so good. So how do you feel? You competed like 4 shows this year, right? Or within the past year? Four shows, I'm 5? I'm a prep for 8 months straight. Living the dream. Yeah. And my head wants to keep going, but my body screams like, stop this shit, motherfucker. What's your favorite pose? Oh, front lat, I think. I like it. Like, bam. Yeah. Just going all in. Do you think you look better this UK Arnold or the US one? This one. I think so too. Definitely. Yeah. You were dry as hell. 2 days to carb up, and I always look better at my second show, mostly. Because of the nerves and everything, you know. But hey, I'm excited for Olympia. Yeah. I got mad, you know. What's that? I got really mad with my placings. I was like, fuck, man. I want to be in the top spot now. But hey. Ja, dann zurückziehen. Mütze auf, Hoodie auf und dann schön trainieren, Brette. They made a beer even hungrier, so. Fuck yeah. Go! Come on! Alright, you're a psycho. Woo. Man's crazy. I don't know if I'm gonna get, how many I'm gonna get with this. Wow! Look at that! Hold up! I got my Olympia bod too, don't worry. Oh yeah. Who's bigger? Dude, the fucking pump. One spray tan and you're good to go. You want some look this? In my eyes and get the gains going. I feel like I'm sniffing the top of his head. Yeah, and I'm there. I'll finish my set. Let's go. See one of the best CrossFitters preparing for the Arnold Classics. Oh God! Women's CrossFit is on today, so you guys see him at the expo. Take a photo and wish him best of luck for today. My first time. Bin voll am Start. Der Frühling ist schon da. Mach alles. Something I really love. But back is also not bad, since I want to improve it so badly, you know. Then you're really into it. What are you doing to like improve it more? Focus on the fucking execution, bro. Because it's with chest I can do like one set and you get a pump immediately. But for back it's different. Tricky. Yeah. How about you? You want to grow your legs, huh? This guy is in. I don't. My legs are pretty. When I pull them up, they're good. No, they went better, actually. Yeah. So I really try to. I tried to grow a lot this year on front delt and just delt in general, and then like upper chest. And I feel like I definitely. I mean, I have a pump right now, but filled in a little bit more. Because I don't have wide clavicles.
Yeah. So it's like, I have to build this but as much fuck as that, Phil Heath also didn't have that. I know. So, hey. So I'm like, hey. So like, if you had no muscle, would you be still like wide shoulder? No, I'm not wide, I don't have wide shoulders. You're like medium. My clavicles are medium, yeah. When you compare them with Chris, he has like super fucking wide shoulders. Wide, yeah. But you need to make the best out of your genetic. Yeah. And your improvements are there, so that's thank nice, you, bro. That. Just trying to gain as wherever I can. Yeah. My arms, I focus on my arms a little, but not like as much, because they're kind of like my strong point compared to my shoulder. Yeah. And I'll get like a tricep pump, my shoulder disappears. I'm like... Actually, that's the point what I like about you, you know? You're not the normal like influencer guy. I do you all the video stuff, but you're also like, especially when we turn the cameras off, you're really like focused on your training. I try to, bro. On everything. Yeah. It's cool. Especially when I'm not traveling, like I walk the fuck in as much as I can. Because you know, YouTubers and guys, they build up a body and then they just... They're chilling. Chill it and don't have any improvements. And I and then see there's me, like, where I'm trying to chase Ronnie Coleman. Yeah. I fuck around, but I do train hard. You do. Like, I'm training, like, pretty hard right now, but, like, when I'm at home, too, like... Yeah. He knows, he'll edit my stuff, and he's like, bro, I'm a Smith machine, like, you're gonna die. Yeah. He's about to slice his neck off with the bar. He's, like, all alone, filming himself. You hear it from the basement. Help! Help me. Pump it up. Nice. Oh my god. That's proper muscle failure. Here. Oh yeah. That's some pecs right there. That felt good. There we go. Dig. Last one. All the way up, all the way up, all the way up. Come on, come on. Go, 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 go. Come on. Good. Hips are... Do you think that like last like few half reps makes 100%. A big difference? Just that extra... The loaded. Die machen den Unterschied. Hat schon der Arnold gesagt. Stretches. Super important. You heard it here first. As some of the science-based guys say. Yeah, I know. Even here, they're like the stretch. Yeah, and they look like this. But there are studies proven that, fuck that. Just go in and make your fucking dips. Until you die, and that's it. Dip until you die. Then you eat, and then you repeat it. Do you ever, like, when, like, now, and, like, days leading up to the show, mm-hmm. you're like, oh, I look good, and then, like, 2 months later, you're like, wait, I looked way better than yeah, I thought. Yeah, 100%, yeah. Because I feel like when I was doing my show, I didn't realize how lean I was. Yeah. Yeah, that's crazy. And then you're at the other side, you don't want to lose this. Yeah. And then that's the fucked up point. So what do you do post-show to kind of, like, deal with that? Are you just trying to like really put weight on slow? Yeah, I'm trying to, honestly. And you need to, it's a learning process, you know? From show to show, you're like getting better with also eating shit afterwards and stuff like this, because you know, when you fuck it up there, it fucks up your whole year. So, Oberkörper, Pump Workout wäre geschafft. Jesse war auch noch kurz am Start. Wir haben ein bisschen zusammen trainiert, immer cool. Leute, wie gesagt, überall zu begegnen, die man durch die Szene kennt, mit denen man connected ist. Jetzt gibt es erstmal 5 Scoops daily heute mal nach dem Training auf 1,5 Liter Wasser. Warum boxen die da hinten random? Dann machen wir uns auf den Weg direkt zur Expo. So, Expo am Start hier, ESN-Stand. Tag 2, Samstag geht rund auf jeden Fall. Stabil. Und wo kam jetzt diese Marke plötzlich her, dieses Young LA? Jeder gefühlt, was man so sieht, Young LA. Scheiße. Eine nette Dame hier noch nie so clear gemischt. Das lade ich mir jetzt erstmal ein. Letztes Mal war ich ein bisschen schwerer. Ja, normal. Jetzt haben wir es aber. Ach was, geil, ey. Das ist doch dann wirklich geil, wenn du dein Idol, dein Champ irgendwo treffen kannst, ne? Ich wäre ja genauso so voll der Fanboy, wo man
Ich hatte Dennis Wolf angeschrieben gehabt über Instagram. Niemals gedacht, dass er zurückschreibt. Das war 2020, als wir in Las Vegas waren, beziehungsweise dann noch in Arizona, in Sedona, keine Ahnung, und dann so eine Rundreise gemacht haben. Und da habe ich so Jenny gesagt zu meiner Frau, komm, ich schreibe dir jetzt einfach mal an, den Dennis Wolf. Und dann hat er gesagt, ja, komm vorbei. Zack, dort im Gym getroffen. Ein bisschen getalkt, mega sympathischer Typ. Und ich kann das voll nachvollziehen, ne? Wenn man jetzt hier die Möglichkeit hat auf der Expo, klar, mussten sich jetzt stundenlang anstellen, aber wo kriegst du denn mal so zu Gesicht, ne? Kannst du jetzt nicht anschreiben, ey, ich komme jetzt mal vorbei und dann schwitzt man mal eine Bündchen, ne? Excellent Hemd, ja. Thank you much. You like this? Coming more soft to him? Yeah. Good policies. Zwirbelt. Erstes Meal für heute. Nach dem Shake am ESN stand so ein Piri Piri. Ne, so ein Ticken Chicken Masala. Mit Senf. Back on my diet. Aber ich mag es auch wohl hier die Gutfried Hähnchenbrust Scheiben. Dieses gepresste Hähnchen, dann noch einen Schuss Senf. Einen guten Bouncer. Bitteschön. Oh, ich lieb's. Somit schließen wir nicht nur die Türe im Airbnb, in Casa de, was war es nochmal? Nee, wird noch Castle. Nee, Castle of Aesthetics. Sondern wir schließen auch das Chapter Arnold Classics und gehe daraus mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Mhm. Einem lachenden, weil ich weiß, der Olympia steht vor der Tür. Definitiv kann ich mich nach der Klatsche zurückziehen und in eine Offensive reinstarten und dann beim Olympia nochmal auflaufen, aber ich lasse lieber dann die Taten oder die Konkurrenz manipulieren sprechen als jetzt die großen Worte. Ein Wort kann ich auf jeden Fall euch mitgeben, und zwar vielen Dank an alle, die die Reise supportet, unterstützt. Danke für die Berichterstattung, ja. Danke für die Videos vor Ort, ne? Also es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass quasi nicht nur die Vorbereitung, sondern halt eben auch dann vor Ort so akkurat und so weiter mitgefilmt wird, ne? Beziehungsweise verfolgt haben. Dicken Kuss geht raus und eine große Ehre an alle. Und ja. Was hatten wir am Kiel hängen? Zwick. Jetzt gucken wir mal, wo die Reise weiterhin hingeht. Bleibt auf jeden Fall gespannt dabei. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann wird es jetzt höchste Eisenbahn. Und ansonsten besten Dank. Liebe Grüße aus Birmingham. Let's fucking go! Eide, tschüss, tschüss. Was haben wir noch? So, Feierabend, Kinders. Herzlichen Dank für alle, die hier eingeschaltet haben. Herzlichen Dank für alle, die sich das hier noch anschauen werden. Hoffentlich, in aller Hoffnung. Ja, was bleibt noch zu sagen? Podcast-Thema war nicht gegeben. Aber ich denke, war so unterm Strich. Seid nett zueinander. Aber vor allem seid auch höflich in den Kommentaren. Das bringt alles nichts. Immer diese Stress. Ansonsten kommt für alle gut ins Bett und einen wundervollen Dienstag dann. Ciao.